meine liebe YouTube-Gemeinde, jetzt kommt das Video natürlich in Windeseile auf eure Abo-Liste und es geht los mit der Sau aus der Sau. Ich habe mir überlegt, einen kleinen Tag für zwischendurch, wie immer eigentlich, alle zwei Wochen, den hätte, wäre, könnte Tag und ich lege gleich los mit den Fragen. Ja, okay, oder so. Ich mach den Miley Cyrus. Okay. So, ich würde in erster Hinsicht was ausprobieren, das, was ihr jetzt seht. Und ich würde, auch wissen wollen, wie es ist, als Mann eine Frau anzusprechen. Und ich würde wissen wollen, wie es denn mit der Gefühlswelt, wie fühlt man sich als Mann? Also so körperlich und so. Ja. Ich habe da was für euch vorbereitet. Was rausgesucht, ein Bild habe ich gefunden von meinen ungefähr ersten Schwingversuchen. Aber dann könnt ihr euch ja schon mal was drunter vorstellen. Das ist ein sehr altes Bild. Von mir. Habe ich nicht ein tolles Kleid an? Ein Finger. Habe ich nicht ein tolles Kleid an? Tada. Und eine Krone. Ich habe eine Krone auf. Kriege ich deine Nummer? Meine ist verloren gegangen. Dein Lidschatten passt zu meinem Teppichboden. Und tat es weh, als du vom Himmel gefallen bist. Meine Geschwister, also ich habe ja nur eine Schwester, die ich auf diesem Weg auch grüße. Hallo meine Karin, ich hab dich lieb. Sie wollte auf mich aufpassen oder sollte auf mich aufpassen. Und ja, sie wollte unbedingt auf Disco mit ihren Freunden und dann hat sie mich mitgenommen. Ja, ich war mit 6, 7 oder so. Das erste Mal auf Disco, weil man das ja nicht oft macht. Ne? Also, jetzt gehe ich gerne. Ja, danke, Karin. Nein, sie war immer lieb zu mir. Aber das ist immer das Erste, was ich erzähle, wenn ich Leuten von meiner Schwester erzähle. Irgendwas mit Linda am Ende? Gerlinde oder so? Das ist ja mal grässlich. Gerlinde wäre jetzt eine englische Name und mein Sohn Jason auf Ostdeutsch, ja. Jason, oh, das ist, oh, grässlich, ja, okay, Jason. Den Roboter, der für dich auf Arbeit geht. Während du chillst, immer mal Bewegungen machst, die er dann machen soll und dann, ja, dann kannst du sagen, du bist mental anwesend, ja. Ja, und zwar habe ich da wirklich lange überlegt, was ich da nehme. Aber ich habe da wirklich eins gefunden, was ewig in meinem Schrank ist. In schon so vielen Schränken war und ich noch immer anziehe und es passt noch und ich benutze es halt immer noch und es ist ein T-Shirt, das ich wirklich schon ewig habe. Okay, sämtlichen Merch von meinen Lieblingsserien, Lieblingsfilmen, allen drum und dran. Was bestimmt meinen Eltern geben, auf jeden Fall, meinen Eltern, meiner Familie geben. Ich glaube, mit dem Merch wäre ich schon bei 10.000 Euro. Ja, ich meine mit Merch die Merchandising-Produkte von Film und Fernsehen. Ja. Und ich werde verreisen oder für den Urlaub sparen. Also verreisen an dem Tag, weil ich darf ja am nächsten Tag nichts mehr haben. Also
Ich würde verreisen, ja. Diese Frage oder diese Aufforderung habe ich ja eigentlich schon gemacht. Und wiederhole ich das jetzt einfach nochmal und mache das so, ja, genau. Ich grüße natürlich meine Schwester Karin, einen lieben, lieben, lieben Menschen mit ganz viel Durchhaltevermögen, ganz viel Respekt von meiner Seite und Willen. Willen, was durchzuziehen, was man sich vornimmt, das ist Wahnsinn. Eine riesen Vorbildfunktion hat sie mittlerweile für mich, was eine große Schwester auch eigentlich haben sollte. Und ich denke, wir sehen uns viel zu selten. Und wenn man uns sieht, dann weiß man, von welchem Schwung wir kommen. Das ist wirklich so. Auch Leute, die uns nicht kennen, die wissen, dass wir Geschwister sind. Ja, meine große kleine Schwester, die ein bisschen kleiner ist als ich, aber meine große Schwester ist. Auch wenn wir unsere Anfangs Schwierigkeiten haben, aber jetzt mittlerweile ist es so hier. Nur ganz viel größer. Hab dich lieb, Karin. Ich hab dich ganz doll lieb. Deine kleine Schwester. Die saß auf der Sau. Grüß nach Jena. Genau, und ich hoffe, sie sieht das Video auch, weil sie noch nicht so gut ist mit Technik. Ich hoffe, du siehst das und ich hoffe, du bekommst den Kuss. Den kannst du dir dann auch immer wieder abholen. Und du kannst dir das Video auch immer wieder angucken. Und weil ich gerade bei dem Video bin, Leute, aufwachen, wenn euch meine Videos gefallen und ihr mir fleißig einen Daumen nach oben gebt oder Kommentare schreibt oder die Videos anguckt und denkt, die hat einander Klatsche, aber sie ist cool. Und die hat einander Klatsche. Nur das Denken. Trotzdem weiter sagen. Bitte, ich bitte euch jetzt wirklich mal darum, das ein bisschen zu verbreiten. Erzählt es weiter. Erzählt es Leuten, Leuten aus Dessau, Leuten aus Naumburg und aus Berlin und Potsdam, ist mir egal. Aber es macht mir Spaß, diese Videos für euch zu machen und ich möchte auch für ganz viele andere Leute noch Videos machen. Das wollte ich nur mal loswerden. So, das war der hätte, wäre, könnte Tag. Wie gesagt, was Flauschiges für zwischendurch von mir. Und ja, ich setze mich jetzt natürlich gleich an die Recherche für mein nächstes Unterwegs in Dessau, dass um jemanden geht, der zurzeit seit 26. Februar hier in aller Munde ist, nämlich dem Kurt Weil, und da möchte ich mich ein bisschen länger mit beschäftigen. Deswegen ein kleines Video für zwischendurch und dann wünsche ich euch viel Spaß noch in eurer Woche. Ne? Tschüss und liebe Grüße noch an die Karin.